Ja, und hallo und willkommen bei Mass Effect Let's Play mit Teilweise P. Ja, wir möchten jetzt mal einfach die Mass Effect Runde ein wenig weiterführen und schauen mal, wie und ob mit wem wir die Citadel verlassen. Vorher haben wir aber noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Und zwar müssen wir in Koras Nest uns noch um Fist kümmern. So, und auf dem Weg sind wir dann jetzt mal. Gut, der Ton ist auch leise genug noch. Natürlich, wir kommen an und die Wachleute sind sofort schon da. So. Los, los, los! Mein Gott, Kurgana, ey, als ob man den verfehlen Geladen. könnte. So. Ich bin dran. Ich mache ich fertig. Ich bin dran. Ja. Hat wahrscheinlich keiner von beiden. Garrus ist fast Matsch, hat aber noch Schild. Ich habe kein Schild mehr. Gut. Oder auch nicht. Stehen bleiben, kommen Sie nicht näher. Lagerarbeiter. Die echten Wachen müssen hier sein. Zurück oder wir schießen. Ich habe 50 Leibwächter getötet, um hier reinzukommen. Was glauben Sie, dass ich Ihnen antue? Nun. Scheiß auf Fist. Er zahlt uns eh nicht genug. Nicht um zu sterben, hä? Es wäre schneller, sie einfach umzubringen. Leute zu erschießen ist nicht immer die beste Lösung. Ah, ein Waffenspind. Plus mein Speer. So. Wirklich so. Ah, Geier, Geier. Das wird mir am 12. danach gesagt, dass ich ein wenig rumgeiere. Warum muss ich immer alles selber machen? Hey, das war Miguel? Granate? Achtung, Beschuss! Los, los, los! Granate? Mein Gott. Alter, wie lange brauchen die Granaten denn? Warten Sie! Töten Sie mich nicht! Ich gebe auf! Wo ist die Quarianerin? Sie ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist die Wahrheit. Er nutzt Ihnen jetzt nichts mehr. Lassen Sie mich ihn töten. Warten Sie, warten Sie. Ich weiß nicht, wo die Quarianerin ist. Aber ich weiß, wie Sie sie finden können. Die Quarianerin ist nicht hier. Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Von Angesicht zu Angesicht? Unmöglich. Selbst ich wurde von einem Agenten angeworben. Den Shadow Broker kann man nicht treffen. Niemals. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Aber wenn sie auftaucht, werden Sarens Männer auf sie warten. Nennen Sie den Ort. Sofort. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit ihnen dort treffen. Sie sollten sich beeilen. Ja, Rex sagte es ja. Was machen Sie? Ich soll ihn für den Shadow Broker töten. Und ich erledige meine Jobs. Wir erschießen keine unbewaffneten Gefangenen. Wie viele sind wegen ihm gestorben?
Er hat es sich selbst zuzuschreiben. Außerdem haben wir was Dringenderes zu erledigen. Die Quarianerin stirbt, wenn wir jetzt nicht gehen. Ja, aber den Safe nehme ich noch mit. Zap. Ach, hier. In den Bezirken finden Sie alles, was... Lag da nicht noch was? Legal oder sonst wie. Nö. Ja, dachte ich mir doch. Sind die wieder da, die Krieger hier? Entsichert und geladen. Ich bin dran. So. Ja, Garrus, egal. Ah, da ist er schon wieder. So, dann nehme ich hier rein. Dann hier hoch. Ja, den Weg bin ich schon mal gelaufen. Ich dachte, man trifft die so. Ich hatte das mit Fist vergessen. Haben Sie sie dabei? Wo ist der Shadow Broker? Wo ist Fist? Die kommen gleich. Wo sind die Beweise? Keine Chance. Der Deal ist gelaufen. Der ist tot. Den schnapp ich mir. Mein Gott. Ups. Fist hat mich reingelegt. Ich wusste, dass ich ihm nicht trauen kann. Machen Sie sich wegen Fist keine Sorgen. Er hat bekommen, was er verdient hat. Dann bin ich Ihnen wohl zu zweifachem Dank verpflichtet. Wer sind Sie? Ich heiße Shepard. Ich suche Beweise dafür, dass Saren ein Verräter ist. Dann kann ich Sie jetzt für meine Rettung belohnen. Aber nicht hier draußen. Wir müssen an einen sicheren Ort. Wir könnten Sie zur Botschaft der Menschen bringen. Ihr Botschafter wird Sie ohnehin sehen wollen. Garrus ist so clever. Sie machen mir das Leben nicht leichter, Shepard. Kämpfe in den Bezirken... Ein Angriff auf Koras Nest. Wissen Sie, wie viele? Wer ist das? Eine Quarianerin. Was haben Sie vor, Chef? Diese Quarianerin kann uns helfen, Saren zur Strecke zu bringen. Das hätte ich Ihnen gesagt, wenn Sie nicht gleich so hochgegangen wären. Verzeihen Sie, Commander. Diese ganze Sache mit Saren setzt mir ziemlich zu. Vielleicht fangen wir lieber von vorn an, Miss... Mein Name ist Tali. Tali Sora Naraya. Wir kriegen hier nur selten Quarianer zu sehen. Warum haben Sie die Flottille verlassen? Ich war auf einer Pilgerreise. Meinem Übergang in die Welt der Erwachsenen. Was für Beweise haben Sie gefunden? Wie sind Sie daran gekommen? Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geth gehört. Seit sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geth immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geth-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Ich dachte, die Geth frieren ihren Speicherkern ein, wenn sie sterben. Eine Art Verteidigungsmechanismus. Was haben Sie herausgefunden? Der Großteil des Kerns wurde gelöscht, aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Prime war ein bedeutender Sieg.
Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Das beweist, dass er am Angriff beteiligt war. Diesmal kommt Saren nicht davon. Moment, da ist noch etwas. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Eden Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ich kenne die andere Stimme nicht, die über die Reaper spricht. Dieser Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht, dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geht das. Klingt ziemlich weit hergeholt. Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geht verehren die Reaper als Götter. Als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Oh, das wird dem Rat gefallen. Das ist ein ziemlicher Hammer. Sie könnten einfach alles ignorieren, was wir ihnen sagen. Was sie auch von dem Rest halten mögen. Diese Audiodateien beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen. Und was ist mit ihr? Der Quarianerin? Mein Name ist Tully. Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Sie wissen, was ich kann. Lassen Sie mich mitkommen. Mir ist jede Hilfe recht. Vielen Dank. Sie werden es nicht bereuen. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm. Ja. So, wen nehmen wir denn mit? Ja, ich mag Biotik eigentlich auch ganz gerne. Tja, Tali könnte hier natürlich viel helfen, dadurch, dass sie einfach die Informationen über dich geht hat und er hat so oder sowas gegen Saren. Oh Mann. Saren klingt echt nicht cool. So, Skillen 5 Punkte. So. Dann hier, dann das. So. Ausrüstung. So, hier, Schrotflinte Tali. Die benutzt er, glaube ich, ganz oft. Und er, glaube ich, eher so Sturmgewehr und eine Sniper. So. Den anderen machen wir jetzt einfach mal Universal-Gill. Ansonsten haben wir ja irgendwann noch tausende von diesen unnötigen Waffen, die eh keiner braucht. Ja. Wir gehen also gleich zum Rat. Ich glaube nicht, dass die uns diese Story abkaufen mit den Reapern. Ein Maschinenvolk. Ich würde mir selbst auch nicht glauben, wenn ich die wäre. Das waren diese pinken A-Plus, weg damit. Die Mischen weg. So, 103 von dem Gel. Eine komische farbige Rüstung. So, ab durch die Tür. Beim wieder.
Ich weiß nicht, ich glaube von dem. Nö. Nein, wir haben keinen Augenblick Zeit. Wir sind in einer Mission. Präsidium. Zum Zitadellturm. Ja, das ist diese komische Spitze. Da hoch. Da wartet Anderson auch mal wieder. Na los. Odina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Gate-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Gate glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen, und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Gate benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Gate gefügig zu machen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Gate davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Ich trat Saren auf Eden Prime gegenüber und entlarvte ihn als Verräter. Ich habe mich bewiesen. It's back to time. Commander Shepard, vortreten.
Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. 20 und 20 Rauschlein, Sie sind der erste menschliche Spectre-Kommandant. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Was ist meine erste Mission? Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Ich werde ihn finden. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Zitadell-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Was erwarten Sie von einem Politiker? Los! Ich bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Ja, und da bin ich auch schon wieder zurück. So. Garrus steht inzwischen hier unten und da die. Ja, gut. Dann wollen wir mal zur C-Sicherheit laufen. Dann gucken wir nochmal, was es da so für ein Schönes gibt. Und Korban macht da bitte was an dem Keeper? Was? Oh nein! Ich wollte nicht. Interessanter Typ. Schon gut. Also, was kann ich für Sie tun? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Verschwenden Sie nicht unsere Zeit. Ich kann Ihnen ansehen, dass Sie lügen, Salarianer. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Sagen Sie mir einfach, was Sie so tun. Ich werde Ihnen keinen Ärger machen. Okay. Ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten. Aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Ja, wenn wir es... Ich könnte Ihnen helfen. Die offiziellen Stellen machen mir keine Sorge. Aber ich kenne sie ja gar nicht. Ich heiße Shepard. Ich gehöre zur Abteilung Special Tactics and Reconnaissance. Ein Spectre? Dann wird es niemand wagen, sie aufzuhalten. Okay. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe. Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Dann sollte ich aufbrechen. Ja, bis dann. Und viel Glück beim Scannen. Mal, was wir so für Keeper finden. Könnte ja ganz interessant werden, mal ein bisschen was über die so rauszufinden. Nicht sehr viele Leute haben freien Zugang zum Turm. Und noch weniger erhalten die Erlaubnis, den Rat zu treffen. Ich war schon zweimal da. Wir haben versucht, organische Umgebungen für unsere Flottille zu gestalten. Aber wir haben... Nein. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Das gibt ein bisschen Geld.
Tja. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer neuen Position als erster menschlicher Spectre-Commander. Sie werden Ihre Sache ganz sicher gut machen. Ich weiß das zu schätzen. Mein Name ist Admiral Kahoku. Es ist höchste Zeit, dass die Allianz einen unserer Leute als Spectre abstellt. Wir brauchen Leute wie Sie, die sich um unsere Probleme kümmern. Was für Probleme, Admiral? Ich werde von bürokratischen Arschlöchern festgenagelt. Nichts Neues. Vielleicht können Sie mir helfen, Shepard. Eines meiner Aufklärungsteams sollte seltsame Aktivitäten in der Traverse untersuchen. Wir haben gestern den Kontakt verloren. Und jetzt bekomme ich keine Genehmigung für eine Untersuchung, weil es auf einmal Sperrgebiet ist. Aber das gilt nicht für Sie, Shepard. Spectres können überall hingehen. Sie könnten herausfinden, warum der Kontakt zu meinem Team abgerissen ist. Ich finde Sie, Admiral. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich hatte keine andere Option mehr. Ich werde hierbleiben und versuchen, durch die offiziellen Kanäle etwas herauszufinden. Allerdings mache ich mir diesbezüglich keine Illusionen. Ich werde die letzten Standortdaten meines Teams auf Ihr Schiff hochladen. Vielleicht finden Sie etwas heraus. Gucken wir doch mal, was bei rauskommt. Vielleicht läuft es mir so über den Weg. Noch jemand? Hoffentlich geht es ihm gut. Ich habe gerade Pause. Reden Sie mit jemand anderem, wenn Sie was brauchen. Mir geht im Moment so viel durch den Kopf. Nicht noch einer. In Ordnung. Die Nerven. Immer mach dies, mach das, mach jenes. Dödüm, dödüm. Ja, muss nicht unbedingt sein, ne? So, fix noch hier mit dem Fahrstuhl. Und mit einem runter. Ich hoffe, Tali und Garrus reden jetzt mal ein Stück miteinander. Sonst wird das eine langweilige Fahrt. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Tja, gut, dann gab es halt Nachrichten-News. So, und jetzt sind wir unten angekommen. Tür auf und los geht's. Da ist noch ein Kiba. Willkommen im Präsidium. Huch. Bitte stören Sie die Kiba. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Diese Person glaubt, dass sie das Recht hat, sich hier frei zu bewegen. Sie stellen ein öffentliches Ärgernis dar und sie verstoßen gegen Zitadellgesetze. Diese Person ist sich nicht sicher, warum man nicht will, dass das Wort der Entflammten verbreitet wird. Da helfen wir mal ihm. Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Werden hier irgendwelche Gesetze gebrochen? Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag... Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Und Sie glauben, dass dies der richtige Weg ist, die Entflammten zu repräsentieren? Die Wahrheit der Entflammten muss verkündet werden. Sie gaben den Hanar die Sprache... und dem Universum die Massenportale. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Da müssen wir später noch mal mehr kommen. Wenn wir hier die Option auswählen können. Dafür sind wir noch nicht hoch genug. Bis bald. Diese Person wird fortfahren, die Botschaft zu verkünden. Was ist das? Zu den Bezirken, ja, okay. Da können wir gleich auch noch mal. Aber erstmal gucken wir uns hier so ein bisschen um. Ich meine, hier gibt es einen hübschen kleinen See, der künstlich angelegt wurde. Bei einer lustigen Statue. Das
weiß gerade gar nicht, was das für ein Ding ist. Hier geht's zur C-Sicherheit. Sieht ein bisschen nach einem Kroganer aus, so einer Kampfrüstung. Ah, da sind wir hier. Gut, dann fliegen wir trotzdem mal eben zur C-Sicherheit. So, Bezocke. Citadel Sicherheitsdienst. Ja, da war unser Schiff. Habt ihr es gesehen? Ja, So. Fix hier runter. Nein, das hat er nicht gesehen. Der Ausrüstungsoffizier. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle. Stimmt das in etwa? Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Aber natürlich darf ich was. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Gib mir den guten Stuff. Gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten, Spectre. Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie das sind. Tut mir leid, Commander. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Ja, ich habe aber meinen ersten Gehalt-Check noch gar nicht gekriegt. Ich kann mir hier fast gar nichts kaufen. Weil er kostet so 20, 10.000 und so. Dann weiß ich nicht, wo man herkommen soll. Das können wir uns natürlich holen. Und noch so ein Granaten-Update. Und dann stellen wir fest, dass wir nicht genug Geld haben. Nein? Warte, das nochmal. Hallo, Commander. Danke. Zeigen Sie mir ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Hier. Viel Spaß damit. Verkaufen. 10, 11, 11, 11. Ist ja nicht so viel wert alles, ne? So. Haben wir noch nicht genug Geld? Müssen wir noch ein bisschen weiter sammeln und verkaufen. Dann kommen wir bestimmt noch auf unsere Millionen und kaufen uns alles, was wir wollen. Wird lustig. So, jetzt geht's noch einmal zur Andockbucht. Ich hoffe, sie reden jetzt miteinander. Und dann gucken wir mal, wie wir von hier wegkommen. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Tja, da müssten wir langsam mal angekommen sein. Licht an und dann da. Ja. Tür auf. Anderson und Odina. Domskeeper, der ist interessanter. Die Normandie ist beeindruckend, Shepard. Es ist eine Ehre, zu ihrer Crew zu gehören. Die Normandie vereint die besten Seiten der Allianztechnik und der turianischen Technologie. Sie zeigt, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten. Cool. Mal gucken, ob Bettina auch so einen geilen Spruch drauf hat wie die beiden. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandie ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das perfekte Schiff für einen Spectre. Behandeln Sie sie gut, Commander. Ich will die Wahrheit wissen. Warum treten Sie zurück, Sir? Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Und es ist Zeit für mich zurückzutreten. Was für Hinweise haben wir? Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geht suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geht gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht.
Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Vielleicht wissen Sie dann eher als er, wo die Röhre zu finden ist. Sonst noch was? Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteana spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte auf einer der nicht verzeichneten Welten im Artemis-Tau-Cluster untersucht. Dann sollten wir vielleicht zum Artemis-Tau-Cluster. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Wenn Sie Mist bauen, muss ich ihn beseitigen. Ich werde tun, was ich kann, um Saren aufzuhalten. Das war nicht gerade die Antwort, die ich erhofft hatte, Shepard. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten. Früher hatte ich ein Büro hier, habe die Hälfte meiner Arbeitszeit mit Papierkram verbracht. Quarianer sind nicht sehr beliebt bei der Zitadell-Sicherheit. Sie halten uns für Bettler und Diebe. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Macher. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Wenn irgendwas auf dieser Mission schiefläuft, wird Ihr Kopf als nächster rollen. Danke, Joker, wirklich, danke. Das liegt dann aber nur daran, dass du nicht fliegen kannst. Saren ist irgendwo da draußen. Und wir werden ihn finden. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Wenn Sie der Crew etwas sagen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. An alle auf der Normandy. Hier spricht der Commander. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Und ich werde nicht zulassen, dass diese Mission scheitert. Wir alle wissen, was auf Eden Prime geschehen ist. Wir haben die Zerstörung gesehen. Und die vielen Leichen. Das alles war Sarens Werk. Und dafür wird er bezahlen. Der Rat will die Situation ignorieren. Das ist natürlich keine Überraschung. Auch in der Vergangenheit haben sie uns nicht geholfen. Warum also sollten sie es jetzt tun? Aber wir brauchen ihre Hilfe nicht. Wir können die Sache auch selbst erledigen. Keines der anderen Völker verfügt über ausreichend Mut oder Kompetenz, um diese Sache zu erledigen. Also müssen wir den Job machen. Nur wir können Saren stoppen. Und ich schwöre, dass wir ihn stoppen werden. Gut gesprochen, Commander. Der Captain wäre stolz auf Sie. Mit schönen Reden allein werden wir Saren und die Röhre nicht finden. Wenn wir den Captain wirklich stolz machen wollen, sollten wir diesen Vogel jetzt starten. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Ja, willkommen auf Endcut. Was alles passiert ist, nochmal kurz Überblick. Wir wurden Spectre. Wir haben ein neues Crewmitglied. Tali Zora was Naraya, glaube ich, irgendwie so. Dann haben wir noch Informationen gekriegt. Wir haben, also über Saren haben wir die bekommen. Wir haben noch unsere schicke Normandy als Schiff bekommen, nachdem Anderson abgetreten ist. Und nun machen wir uns auf den Weg, Sony zu bekommen in unsere Gruppe. Ja, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Die findet ihr vielleicht jetzt schon in der Playlist. Vielleicht auch noch nicht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wenn ihr wissen wollt, wann das Video kommt, klickt doch einfach auf Abonnieren. Wenn ihr wissen wollt, was ich noch so vorhabe an anderen Projekten, was den Mix anfängt, klickt doch einfach mal auf mein Profilbild unten rechts. Dort seht ihr dann meinen ganzen Vorhaben. Ja. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.